Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine weitere grandiose Folge Halo Infinite. Erstmal Dankeschön an jeden Unterstützer auf die letzten Videos. Lasst euch hier gerne ein Like und ein Abo da und gerne auch einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und zwar mit dem Thema diesmal, was oder auf welche Spiele ihr euch besonders freut in den nächsten Monaten. Ballert mir das gerne mal in den Kommentar. Was sind so eure Most Wanted Spiele für das nächste Jahr? Und wie gesagt, unterstützt die Videos gerne. Like und ein Kommentar hilft extrem weiter. Wisst ihr ja, Algorithmus, dies, das, Ananas. Und wir machen weiter, ne? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ich hoffe ihr auch. Mal schauen, ob das klappt. Oh, ey, der Bellygranate vorher explodiert. Aber perfekt geworfen, ey. Habt ihr gesehen? Granaten von Johnny Style. Hey, was geht? Alter, die ist ganz gut, die Knarre. Komm her. So. Nachdem wir ja beim letzten Mal die Waffe gefunden haben, eine KI, die natürlich aussieht wie Cortana, aber Cortana nicht sein soll. Geht's jetzt weiter hier? Jetzt müssen wir nur irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Oh ja, jawoll. Oh, mal richtig geile Waffen, ey. Normales Sturmgewehr wäre schon nice. Kann man das hier abnehmen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, kann man. Jetzt sieht man auch hier den guten Master Chief in seiner Rüstung. Schön. Aber man ist ein bisschen langsam unterwegs. Oh, warte mal, was haben wir da? Chromius hat das Objekt gefunden. Selbst in meinen düstersten Augenblicken, wenn ich mich verloren fühle, bewundere ich Atriox Weisheit. Zweifel an seinen Reden über die Blutsväter, über ihre Lügen, über Geheimnisse, verborgen in diesem verlassenen Ring. Atriox, höre meine Stimme. Dein Wille ist absolut. Die Verbannten, deine Seele. Okay. Ja, die beten den schon so ein bisschen an, ne? Wie so ein nicht nur ein normaler Anführer, sondern schon ein bisschen mehr. Oh nein. Ja. Was ist los? Der Schwerkraftlift sollte betriebsfähig sein. Wir müssen ihn irgendwie wieder in Betrieb nehmen. Komm, verschick dich nicht. Schnauze da oben. So. Okay. Hier brauchen wir wieder einen Energiekern. Ist der da oben? Oh. So. Ah, oh, na, Mist. Noch einmal. Dieses Objekt. Es speist den Ring mit Energie. Ein sogenannter Energiekern. Di-di-di-di-ding. Aller Raum, aller Zeit, die Sterne wachsen, zusammenfallen, enden, den längeren, kürzeren Zweck erfüllen. Okay, das irgendwie klingt das alles so, als hätte er auf jeden Fall noch irgendwie Reste von Cortana in sich oder sowas vielleicht. Gut genährt. Oder? Oder sind es nur Erinnerungen? Jetzt irgendwie denke ich eher. Alter, was hier denn passiert? Ist das ein Spartan? Finden wir raus, was passiert ist. Was geht hier denn ab, ey? Sieht nicht so aus, oder? Oder? Ausrüstung freigeschaltet. Mjölnir-Anzug-Upgrade. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Doch ein Spartan. Mal sehen, was ich herausfinde. Datenladen. Das ist Spartan Bonita Stone. Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber anders, stärker.
Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Ja, vielleicht der Typ, der Elite-Typ aus der Cutscene mit diesem roten Lichtschwert. Partikelschwert. Der verstärkte Schildkern erhöht die Menge an Dauerfeuer, die dein Energieschild absorbieren kann, bevor es kollabiert. Kann per Installation von Spartan-Kernen aufgerüstet werden. Okay. Rest in peace. Es ist so komisch, ey. Warte. Es ist echt so komisch. Irgendwie versuche ich die ganze Zeit zu gucken, ob hier irgendwie was ist, aber ich finde nicht ein Sammelzeug-Ding da, ey. Wir sind da. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Du musst sterben! Holy moly, ey, was ist das denn? Oh, du Sniper-Sau da oben! Oh. Ganz gefährlich mit der Plasma-Pistole. Weil die Plasma-Pistole kann unser Schild so schnell... Oh! Okay, erster Tod, selbstverantwortlich. Ihr habt nichts gemacht. Ihr habt nichts gemacht, Gegner. Ich war's selbst. Das zählt nicht. Das zählt nicht als Kill für euch. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Die Sau da oben rechts, ey. Die Sau da oben rechts, die muss ich da platt machen, ey. Ja. Dich meine ich, ey. Oh, da ist der nächste. Was hat die für eine Flugbahn? Nochmal bitte. Sehr gut. Das war's aber nicht der richtige. Schnauze hier. Komm her. Komm, komm, komm. Schön mit dem Ding einfach abstechen, ey. Den Sniper. Wo ist er denn hin jetzt? Da oben war er doch. Granate! Geil, da bist du, da bist du. Ja. Scheiße, wa? Ich finde dich. Das ist so nice, wie die immer am Reden sind die ganze Zeit. Und tschüss. Hier muss doch mal was zu finden sein. Oder? Ah, das ist nur Munition. Sniper. Kirschgewehr. Nee, das war nicht so geil. Nee, da bleibe ich lieber bei dem hier. Ja. Schon. Geil, Wir müssen den Aufzug herabrufen. Suchen Sie ein Bedienterminal. Es macht so Bock, Wollen wir hier wieder einen Energiekern? Nee, geht auch so. Es macht so Bock. Der Aufzug bezieht seine Energie aus dem Ring. Nun, früher, der Kern fehlt leider. Natürlich fühlt der Kern wieder, dachte ich es mir doch schon von Anfang an. Ich scanne die ganze Zeit, ey, was willst du von mir?
Was ist das alles? Hier passiert doch gleich was. Genetische Archive. Blutsfetter Speichermedien. Silexe. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen fest. Und die Dinger reden. Eine Menge. Ja, die Blutsväter sind quasi, ja, so eine alte Rasse, die, ja, wie soll man das erklären? So eine alte, mächtige Rasse, also die vor allem waren, glaube ich, wenn ich jetzt keinen kompletten Bullshit erzähle. Wie gesagt, wenn Experten hier, die es noch besser erklären können, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist auf jeden Fall ein altes Volk gewesen, die irgendwie Sachen gemacht hat. Und das auf laienhafte Basis zu erzählen. Wenn Sie das hier finden, müssen Sie verstehen. Die haben mich gezwungen, Ihnen zu helfen. Was immer das hier ist. Sie haben es hochgebracht von unten, als es geöffnet wurde. Gott, das war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. Sie müssen mir glauben. Es ist nicht meine Schuld. Das sollte reichen. Gehen wir zurück zum Aufzug. Es ist so ruhig. Hier passiert gleich was. Das ist so ruhig. Oder? Ich dachte, jetzt steht irgendwie am Eingang plötzlich irgend so ein Attentäter oder sowas. Oder alles bricht zusammen oder so. Aktivieren wir das Dock. Schockwaffe erforderlich. Das ist auch eine Munition, oder? Hartlichtwaffe erforderlich, alles klar. Nicht von den Blutsvätern. Das waren die Verbannten. Kannst du es bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Feinde. Aber wenn es Freunde sind? Ist es nicht. Escherums Befehl lautet... dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Geil. Boah, der knallt rein, die Knarre. Ich gab Blut für das Relikt. Schnauze. Du Loser, kannst ja gar nichts. Ich spiele auf normal, wa? Also, ich kann ja gar nichts. Guck mal, die sind noch ein bisschen härter, wa? War's das schon? Das war's schon! Ich spiele auf normal, wie gesagt, ich spiele auf normal. Recht. Er war feindselig. So wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Dremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch. Tja. Im Anflug, wiederhole, mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 1 und 7. Verstanden. Also ich komme nicht drauf klar. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich wäre... Okay. Hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Wir sind immer ready. Immer bewaffnet und ready. Ja, sein Auftritt war krasser als sein Abgang. Muss ich sagen. Ja. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, das ist schon der. Ist schon die nächste Mission. Wo sind denn die Sachen, Alter? Jetzt haben wir zum ersten Mal was gefunden, so ein Spartenkern. Du hast einen Spartenkern erhalten. Diese wertvollen Mjölnir-Komponenten dienen der Aufrüstung von Ausrüstung. Greife im Kampagnenmenü auf die Upgrades zu, um Spartenkerne zu installieren. Hä, was soll denn das, ey? Die sind die so krass versteckt oder war ich einfach wirklich blind? Ich hab doch. Noch ein Silex. Ich hab's versucht zumindest. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem.
Warum Ach, so zynisch? Ist vielleicht was Gutes. Glaub mir, ist es nicht. Ja, nehmen wir direkt. 15% Schildstärke. Gerne. Das haben wir noch gar nicht abgecheckt hier alles. Was? Tapferkeit. Lass mich raten, das kriegen wir bestimmt durch Nebenmissionen oder so. Ziele? Alles noch unbekannt. Datenbank? Ach, guck mal hier. Ah. Kommen wir jetzt ins offene Gebiet endlich? Cool. Also wenn, ja gut, ja. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Kerne dann wirklich in der offenen Welt dann freischalten kann. Wie gesagt, das ist eigentlich, an sich ist es natürlich cool so, dass du leveln kannst und Sachen finden kannst und so. Die Frage ist halt nur, was du dafür tun musst. Ob das so über das Standardzeug hinweggeht. Und das werden wir herausfinden, Freunde. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Okay. Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Trimonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht, er war nicht der Beste der Verbannten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende, die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erwächst, trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verbannten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Es ist so voller Monster, die uns umbringen wollen. Korrekt. Das ist korrekt. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Machen wir. Kein Problem. Der Außenposten wird angegriffen. Trimonius ist gefallen. Das ist hart. Was ist das, ey? Wir die gleiche Idee hatten, nur er hat's verkackt. Geh weg! Du bist böse! Sehr schön. So muss auch Trefferfeedback aussehen, weißt du, dass du es direkt mitbekommst, dass da etwas passiert mit den Gegnern. So. Niemand zum Umlegen? Oh yeah. Oh yeah. Da bist du ja. Ich meine, in großen Massen kann es schon ein bisschen gefährlich werden, aber ansonsten, auf normal, geht's eigentlich, ja. Also ich muss ehrlich sagen, so angeschränkt spiele ich noch gar nicht, aber für Let's Play ist eigentlich entspannt. Aber ich habe jetzt eher gedacht, dass es bisher so den Schwierigkeitsgrad hat, weil wir noch am Anfang sind, weißt du? Keine Ahnung, ob es noch deutlich schwerer wird.
Du Sau da hinten, ey. Also vom Schild her verliere ich schon also relativ schnell die Sachen. Ja. Haben wir ja gerade eben gesehen. Ja, ja. Das wäre der Höhepunkt, ich weiß. Mal, wie viele noch, ey? Du Sau da oben, ey. Das lässt du wohl sein, ey. Das lässt du wohl sein. Sonst ist hier nichts. Da oben ist doch einer. Oder wo hat er geschossen? Oder hier drinnen? Die könnten einem fast schon leid tun, ne? Aber nur fast. Ich muss die ganze Station hier. Ah, ja. Nein, das wollte ich gar nicht so. Die ganze Station hier sichern erstmal. So cool irgendwie das mit dem Greifhaken zu greifen und den direkt zu werfen auf die kleinen Schweine. Alter, was geht denn? Komm schon, na? Ruhe da hinten. Hast du es schon? Habt ihr schon schlapp gemacht? So, das Sturmgewehr. Das ist ein Schild einfach nur. Ist hier noch jemand am Leben oder was? Was redet der? Wo ist er? Ist er unter mir? Kann es sein, dass er unter mir ist? Was ist das denn hier? Ich dachte schon. Der Letzte. Ist es sicher? Was ist schon sicher? Sagen Sie nichts. Wenn ich mich irgendwo einhacken kann, verspreche ich Ihnen, dass Ihr Freund sicher in der Basis landet. Unser großer Sieg bei der Festung. Vollbracht, Trimonius. Du hast unsere Truppen gut geführt. Atriox wäre stolz. Als Zeichen unseres Triumphs werden die Truppen vor Ort sofort einen neuen Außenposten errichten. Einen von vielen auf dem heiligen Grund unserer neuen Heimat. Wir werden diese Festung im Schatten ihrer Niederlage errichten. Ein Monument ihrer Schwäche und Feigheit, wo so viele von ihnen gefallen sind. Escheron hat verfügt, dass sie nach dir benannt wird, Trimonius, um Anführer dazu zu inspirieren, deinem Beispiel zu folgen. Von den Menschen bleiben nur noch versprengte Reste. Und so geht die Jagd weiter, bis der letzte Menschenschädel zerquetscht ist. Dank deiner Bemühungen rückt dieser Tag schnell näher. Warum war das jetzt das 15. Audiolog? Auch krass, wa? Und krass hier. Wir sind hier auf dem Halo-Ring, wa? Ich höre noch was. Wo war das? Oh, das ist die Station hier. Das ist die Station, Mann. Ja, tatsächlich. Müllnierschrank.
Mögliche Schränke enthalten kosmetische Gegenstände, die von am Multiplayer von nun an wahrscheinlich. Ja gut. Ja. Teilnehmen ist zwar. Okay, alles klar. Ja, cool. Cool. Ein paar Sachen für den Multiplayer kannst du ja auch finden. Ah, nice. Das ist ja geil. Das ist ja nice. Cool, ey. Das ist der Halo Ring. Übrigens auch ganz lustig. So hat mir, wie gesagt, der Kollege, von dem ich schon in der letzten Folge erzählt habe, dass er wirklich Crack ist. Ich habe den mal gefragt, was bedeutet dieser eine kleine Pfeil über der Munitionsanzeige rechts auf der Waffe? Und er meinte, er zeigt immer auf den Halo Ring. Seht ihr das? Cool, oder? Ja, ich find's cool. Ich find's zumindest cool. So, jetzt holen wir aber hier Echo, der immer noch keinen Namen hat. Wird immer langsam Zeit, dass du ihn nachher... obwohl, Master Chief interessiert das nicht. Aber er könnte ja mal von sich aus einfach seinen Namen sagen. Mal sehen. Die Verbanden nutzen eine abgewandelte Version des Allianzkampfnetzes. Ziemlich einfach zu knacken. Und fertig. Ich habe unseren Standort aus dem System gelöscht. Wir sind sicher. LZ gesichert. Fester Boden. So schön das auch ist. Können wir jetzt verschwinden? Haben Sie diese Waffe gefunden? Können wir los? Hi! Was zum... Cortana! Aber sie... Sie ist an allem schuld. Das ist nicht Cortana. Sag's ihm. Aber das ist geheim. Genehmigung erteilt. Ich wurde von Dr. Catherine Halsey erschaffen, um in die Installation einzudringen und Cortana für ihre Löschung festzusetzen. Ich hatte Erfolg. Cortana ist keine Gefahr mehr. Und jetzt hilft sie uns, die Verbanden aufzuhalten. Natürlich. Ich verstehe Sie. Bis vor einer Stunde wusste ich nicht, was ein Verbannter ist. Und ich glaube, die Chancen stehen schlecht. Ja. Ja, Sie sollten auf Sie hören. Sie bringen uns noch alle um. Wie faszinierend. Sie wollen überleben. Und ich wurde zum Sterben programmiert. Wirklich? War denn einer mit Todessehnsucht noch nicht genug? Nein, ich habe nur darüber nachgedacht, wozu... Halt. Ich empfange einen UNSC-Notruf. Position? Der Ursprung ist 4 Kilometer entfernt. Das ist der Ursprung des Notsignals. Das ist unsere Position. Das war, bis vor 2 Minuten, noch ein Verbandenvorposten. Ich sage wahr, weil er jetzt uns gehört. Chief, wovon redet sie da? Jetzt kommt der coole Teil. Den Verbanden sind noch mehr UNSC-Vorposten in die Hände gefallen. In die Pranken. Die haben ja Pranken. Jeder ist mit einem Gebiet verbunden. Hier ist die Position des UNSC-Signals, das ich verfolgt habe. Und 2 weitere Vorposten. Markieren. Los geht's. Dann los. Was? Dahin? Ach, irgendwas ist doch immer los. Ich will meine Ruhe. Bin einsatzbereit, Chief. Lassen Sie uns abhauen. Ja, warte mal eben kurz. So, Tapferkeit, wir haben jetzt... okay. Aber was bedeutet... diese Sammelgegenstände da? Unten links. Gibt es hier eine Legende oder sowas, die man einen anzeigen könnte oder so? Das wäre ganz geil, weil... Ich meine,
Das ganz rechts ist klar, das sind die Audiologs, das ist ja klar. Danach sind dann diese Schädel, die dann so, also Schädel in Halo sind einfach, da kannst du das Spiel nochmal durchspielen mit besonderen Herausforderungen, noch extra schwerer, oder wenn du den Leuten einen Kopfschuss gibst, dass da Konfetti rauskommt, solche Späßereien und Spielereien und so. Was ist aber das daneben? Eins von drei, was wir da gefunden haben. Wäre ja mal ganz geil zu wissen, was das ist, wenn das beschrieben ist. Dann drei Dinger links davon, was heißt das? Und das eine ganz links, was ist das? Das musst du dir irgendwie selber zusammenreimen. Oder gibt's hier vielleicht doch irgendwie eine Legende oder sowas, das erklärt, was das eigentlich ist. Wisst ihr? Und das sind die Missionen, die wir haben, oder was? Die wir schon gemacht haben, ne? Nur die Schädel haben wir nicht gefunden. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber egal, Freunde, es bedeutet auf jeden Fall erstmal für euch, dass die Folge vorbei ist. Ich weiß, es ist schade, es macht doch so Spaß, Mensch. Ja, ey, wie gesagt, ich nehme es ja im Voraus auf. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr kräftig rein supportet, dann kriegt ihr auf jeden Fall einige Videos zu dem Spiel. Mal schauen, wie das ankommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es bisher richtig gut. Und jetzt eröffnet sich halt die Welt, ja? Und dann müssen wir mal gucken, wie das so ist. Bin echt gespannt. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder? Erst wollen Sie, dass ich einem Signal folge? Dann lassen Sie mich hier warten. Nun machen Sie halt. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich darf mich nochmal von meinen Zuschauern nochmal verabschieden. So, wir hören uns. Freunde, lasst gerne ein bisschen Liebe da, würde mich sehr freuen. Haut rein und tschüss.